Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ich mache jetzt mal so 10 pro Strecke. Und dann müssen wir halt mal gucken, ob es passt oder nicht. Weil momentan, wir haben es halt so lange abgerissen gehabt, dass das Interesse und die Nachfrage halt auf Null ist derzeit. Ne? Wir müssen jetzt erstmal wieder das Angebot delivern. Zum Glück ist es kein verpacktes. So dass man das wieder abreißen muss und neu bauen. Okay, gut. Dann haben wir das. Jam. Da auch 10, oder? Auf die kleine? Ja, aber die hat wieder eine große Range. Zwar kleinere Stationen, die Busse da, aber davor eine größere Fläche. Die Fahrtstrecke ist lang. Ja, genau. So nennt sie es. Sind wir zukunftssicher? Winterfellberg passt auch irgendwie. Der Berg in Winterfell. In Game of Thrones. Ein Berg in Winterfell. Der Berg irgendwann mal abgetragen ist, ne? Der Fett arbeitet da hier stetig dran. Wie sie sich wieder klonen. Wir machen das nicht da drinnen, sondern wir machen das da. Jo, er wird sich auch denken, Scheiße. So schön bin ich bisher durchgekommen und jetzt. Jetzt ist alles voller Stau mit Trams und Bussen. Ja. Wo wollen wir denn? Wo wollen wir denn mitfahren? Egal. Mit Tram? Machen wir erstmal die Busfahrt, oder? Okay. Ja, muss ich erstmal da irgendwie hin. Boah, Alter. Muss den quälen. Muss ich da hinquälen, echt. Das hat einmal eine schöne freie Strecke. Boah, da wird gebaut. Sobald der Nahverkehr gegeben ist, wird da heftig gebaut, oder? Ja. Vorher so. Ist ja ganz nett. Boah, die Baugeräte. Lohnen sich da Busspuren? Busspuren, ich würde vielleicht sagen, da lohnt sich vielleicht, dass wir die Straßen mal auf höhere Geschwindigkeiten upgraden. Hä? Der muss erst irgendwie hinkommen. Auf seine Seite. Ist er nicht zum Airport? Ich glaube, da fährt er gerade hin, oder? Jetzt muss er nach rechts abbiegen. Ich glaube, das tut er aber nicht. Ich glaube, der nimmt die Haltestelle da vor uns. Ja. Ich umgehe die Hauptspots erst. Ah, er fährt zu seiner Einser. Oh. Die ist auf der anderen Seite. Das ist der Bahnhof auf der anderen Seite, glaube ich, oder? Sie ja, erst genau. Kreuzung genau. Unter Tage. Alter, geht das hier links rauf, ey. Ja, und 30 schafft er immerhin. Ja, das ist die 30er-Zone. Ah, jetzt kommt diese schicke Haltestelle da, aus dem Berg raus. Ja. Die halbe in der Luft schwebt. Es ist aber immer noch nicht seine erste. Das war der Stoßdämpfer, der ist. Das ist schon sehr anteuerlich mit dem Berg da. Ja. Die Häuser gebaut sind. Das ist links. Da geht's in den nächsten Tunnel rein. Ach, hier ist die 1, okay. Winterfell besteht aus Tunneln. Und Brücken. Weil der Tunnel wird von Fußgängern genutzt. Ja, dachte ich mir auch gerade. What the fuck? Ach, hier ist die Haltestelle. Die ich eigentlich meinte.
Okay. Weil die eben schon bei der anderen davor gehalten. Mhm. Du gehst da hinten drauf, Alter. Pferdekutschen werden hier schon wieder gänzlich am Krepieren. Aber ihm macht das gar nichts, er saust da eigentlich raus, rauf in den Bus. Jojo, das ist ja auch ein moderner Bus. 30, 40 hat er gerade drauf gehabt. Ja, wie gesagt, ist ja ein moderner Bus, da sollte man jetzt eigentlich keine Probleme mehr haben. Die Pferde werden da wirklich hoffnungslos verloren. Die würden rückwärts hausen. Ja. Weiter. Hätte man fast andersrum machen können, die Strecke. Dass er da runter geht, runterfährt. Ja, ah, das ist doch kein Unterschied. Da Alter, bis da bergab geht. Ein kleiner Bremsentest diesmal. Da wird wirklich alles getestet. Ein glaub, Hoch auf die Handbremse. Die Busse kann man austauschen nach dreimal die Strecke fahren. Wahrscheinlich. Na, gerade so noch. Lustig, wie ländlich es da gerade war, und dann geht's wieder in die Big City rein. Ja, es ist ein sehr, sehr zackiger Übergang hier noch, ne? Mhm. Geh doch mal weiter. Boah. Ich liebe diese Zäune immer. Die so über 10 Ebenen gehen und sich nie miteinander verbinden. So ein Minecraft-Baustil. Fand ich auch so sinnfrei teilweise irgendwo, ne? Dachte, wir wären mit dem ersten Bus mitgefahren, aber da haben wir ein paar wohl die Abkürzung genommen über eine andere Brücke. Weil da welche vor uns sind. Ja. Eben den Flieger auf. Hallo! Gute Reise! Gute Reise, gute Besserung! Genau. Das noch mit und jetzt müsste eigentlich irgendwann über den Bahnhof und dann kommt eine Brücke. Der Tunnel, oder? Der Brücke. Ah, die Brücke kommt jetzt. Also erst der Bahnhof, dann die Brücke. So. Mhm. Dann kommt die geile Brücke, ich freue mich schon. Alter, wie es da rauf geht zur Brücke noch. Ich dachte, das wäre hier eigentlich alles eine Ebene, weil sie den Berg so sehr abgetragen haben. Aber so sehr haben die den Berg gar nicht abgetragen. Was ich aber eigentlich krass finde, das hier war mal ein Berg, Freunde. Und das hier ist jetzt irgendwie High City. Mhm. Also, ob wir mitten in Downtown wären. Und wir haben fast nichts dazu beigetragen. Nee. Meist haben sie wirklich selber abgetragen. Weiß es nicht. Links, wie das wieder aussieht. Oh Gott. Zaun, Abstand. Ich bin echt gespannt, wie das in 20 Jahren aussieht, das Winterfell, wie viel sie noch so abtragen. Dann ist kein Berg mehr da. Mhm. Wir können mich wieder neue. Wir können wieder von vorne. Yay! Neue Strecke. Über diese Bergzapfen, die hier überall rauskommen. Ja, ja. Wo sie es nicht aufgetragen haben. Ja. Bergzapfen.
Das heißt sich auch so, der Bergzapfen. Ja, das ist, wenn ich den Begriff nicht erfunden habe, dann hieß es schon vorher so, keine Ahnung. Jetzt kommen wir zur Brücke, oder? Ja. Da hinten der Flughafen. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht, Alter. Ne? Es ist eine Achterbahn, die gerade nach unten geht. Alter. Wird da auch gar nicht übel. Jetzt ist man in der richtigen Metropole. Oh yeah. Oh yeah. Hallo Tram. Wenn ein Tram entgegenkommt. Okay, ich hätte gedacht, wir fahren auf derselben Straße entlang wie die Tram. Täuscht. Ah, wie die Tram, okay. Ganz durcheinander mit den ganzen Trams. Tram. Das ist jetzt das Stückchen, wo wir keine Haltestelle haben, wo wir gesagt haben, wir sollen die Tram machen. Und hier haben wir dann, glaube ich, den nächsten. Genau. Ein Flughafen. Tada! Und da vorne ist die, mit der wir früher mal zum ersten Mal gestartet sind. Mhm. Die er ausgelassen hat. Die er ausgelassen hat, aber da sind wir jetzt vorbeigefahren. Also die hätten wir mal abgehakt, die Strecke. Läuft also. Ja, sollen wir die Tram noch mitfahren? Joa. Haben wir eine X-Large Mitfahrtfolge? Ich weiß nicht, ich mach das bei mir ganz oft, diese Mitfahrt-Dinger. Also ja? Ich mache ja keine Folgen, aber ich spiele halt so. Mhm. Weiß nicht. Ja, mach ich auch gerne. Ich habe bei Tom immer gemerkt, der hat ja auch so, glaube ich, irgendein Aufbauspiel gespielt. Cities irgendwas durch. In Motion? Ja, und da mochte ich auch deine Mitfahrten ganz gerne. Ne, bei Motion konnte man nicht mitfahren, bei irgendwas anderem. Die Skylines kann man noch mitfahren. Ja, das könnte sein. Wo auch immer sagt, man sollte eigentlich viel mehr ranzoomen und so weiter und nicht in diesen. Ja, das war definitiv Skylines, ja, das weiß ich. Das hat er schon in den ersten Folgen damals erzählt, vor Jahren. Das ist auch so ein Spiel, was ich unbedingt eigentlich mal viel mehr spielen würde wollen. Ja. Also, weißt du, das Schlimme ist, ja, mir hat das Spiel so sehr von der Grundstruktur dieser Freiheit gefallen, dieses endlich weg von diesem SimCity, das alles so eingeengt und klein und das geht nicht hier und das geht nicht so und das geht auch nicht so. Das Spiel hat so viele Ketten aufgesprengt an Möglichkeiten einfach. Dann habe ich es mir gekauft, mit euch irgendwie, keine Ahnung, 10, 15, 20 Folgen gespielt. Du sagst immer, es war so wenig, aber es waren mehr als 30. Meinetwegen, lass es 30 gewesen sein. Es war jedenfalls nicht lange. Das war bevor das erste DLC rauskam. Danach habe ich es für mich privat noch nicht mal mehr gespielt. Habe aber sämtliche DLCs, die so im Laufe der halb, dreiviertel Jahre kamen, immer wieder dazu gekauft. Okay. Wo ich mir dachte, ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Unterstützen wir den Entwickler. Ja. Na ja, cool, da war sogar Flugwerbung, das ist ja praktisch. Plakatwerbung im Hauszeug. Ja? Alter, das war gerade fast eine Karambolage, wie es aussah. Echt, der Weiße da? Ein Raudi. Fährt bestimmt ein Audi. Audi-Raudi. So, jetzt sind wir, glaube ich, gleich an dem anderen Bahnhof, wenn ich mich recht irre. Boah, sind das Gleise da. Das ist die. Wo riecht ihr lang? Hat drauf die Stadtführung vor. Das wäre wieder eine Strecke für unser Pferdchen. Ja. Ich glaube, hier rechts ist der Bahnhof, oder? Oder auch nicht? Wo ist der Bahnhof? Sind wir schon dran vorbei? Tada. Oh, da unten. Ach, die Tram fährt da gar nicht dran vorbei. Oh, das ist die Flughafen-Tram. Stimmt ja. Das ist die Flughafen-Tram. Die sollte ja. Beim Flughafen sind wir zugestiegen zu der. Mhm. Sollen wir noch mit der anderen mitfahren oder fahren wir die noch zu Ende?
die eigentlich ist sie ja gleich wieder am Flughafen. Jetzt kommt die Spitze und dann fährt sie ein kurzes Stück zurück und dann sind wir auch am Flughafen. Ach, dieses Gelände, was nicht bebaut ist oder war. Ja. Exoptimo. Was ist denn das? Schöne Aussicht von hier. Ja, stimmt. Was? Da die hässlichen grauen Gebäude. Ja. Aber stimmt, die Aussicht war gerade schön mit dem Flugzeug. Mhm. Mit den ganzen Baukränen, ach hübsch. Na schön. Gehen wir bloß weg mit dieser, wie heißt das noch, Natur. Gut, ja, das ist ja dann jetzt die Airport-Haltestelle da vorne. Dann würde ich sagen, wechseln wir nochmal die letzte. Welcome to the airport. Welcome to Airport Winterfell. Fail. Fail. Winterfail. Winterfail, ja. Und hier ist es ja wirklich gefailt. Das ist die Flughafen, ne? Genau. Die da müssen wir nehmen. Hallo. Grüße. Boah, boah. Habt ihr ganz kurz einen Sneak Peek auf Valvos Desktop bekommen? Nee. In der Aufnahme nicht. Auf? Achso. Die Popular Street. Heißt die hier so? Unterwegs das South Street, okay. Aber schon ganz gut bebaut hier mittlerweile wieder. Ja, da geht's noch was. Da geht noch sowas, aber der Teil am Bahnhof selbst ist schon ganz gut dabei. Ja. Ja. Ich finde das auch immer geil, wenn man so die anderen sieht. Die anderen Verkehrsmittel. Die Flugzeuge und hier die Bahn. Alles interaktiv miteinander. Ja. Guck, die Brücke wird gut genutzt. Stau, ich sehe hier auch keinen wirklichen. Wollte gerade sagen, so viel ist da noch nicht los auf der Brücke. Ah, der Stau kommt bestimmt noch. Spätestens, wenn sie da alles zubauen. Ja. Also noch viel freie Fläche. Lakeview Street. Also ich weiß nicht, von hier gibt es irgendwie keinen View auf den Lake. Nicht wirklich. Winterfell hat überhaupt keinen Anschluss an irgendwas, was sich mit Wasser vergleichen lässt. So Etikettenschwindel. Hillcrest kommt schon eher ja? hin, ja. Ich weiß nicht, was Crest heißt, aber Hill kommt der hin. Hill kommt hin, ne? Ich dachte jetzt Hillcrest heißt sowas wie Bergspitze vielleicht oder sowas. Achso, vielleicht, ja. Design. Hügelkamm. Oh. Passt aber immer noch zu Winterfell, finde ich. So, hier ist unser neuer Bahnhof. Alter, oh. Alter, hier geht's ab. Ja, einiges los. Das Gefühl, brav die gehen. Das ist so unrealistisch. Keiner, der trinkt. Ja. Das ist so ein bisschen China-Style hier von dem Verhalten der Person. Stimmt. Boah, ey, die Leute da. Da haben wir wieder das toll bemalte. Ich habe das Gefühl, unsere 10 Trams reichen nicht aus, wenn ich mir die ganzen Haltestellen gerade so angucke. Ja, ich glaube auch nicht. Außer das muss ich noch besser verteilen. Aber ich glaube auch fast, wir sollten nochmal jeweils 5 draufhauen. Ja. Zumindest die kriegen hier gar nichts mehr mit. Die kriegen ja gar nichts mehr mit. Die sind ja alle überfüllt, die Haltestellen hier. Stimmt, und eigentlich müsste ich schon aufgeteilt haben, weil wir vorher mit allen anderen mitgefahren sind. Ja. Das hier ist ja die kleinste aller Linien noch. Naja, nein, finde ich nicht eigentlich. Das ist die Bahnhof-Bahnhof-Linie. Ja, ja, aber der Bus hat einen ewig langen Weg. Und die andere Tram fährt auch einmal quer durch die ganze Stadt. Die hier fährt ja nur durch die halbe. Ja, also die nimmt halt so, sie, glaube ich, so. Die nimmt halt die Hotspots mit. Ja. Bei der Bahn ist er mehr los als beim Flughafen. Oder wie ist jetzt? Ja.
gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Na, wer wieder nicht auch gerne erleben, hä? Eine schöne Stadt. So das Risiko, dass immer wieder alles abgerissen wird, aber... Und diese Menschenmassen, ey, da vorne. Alter, guck dir das an. Ja. Eine durchgängige Traube. What the fuck? So sehen bei mir sämtliche Bahnhofsgegenden aus. Boah. Man kann dann auch irgendwann nichts mehr dagegen tun. Da kannst du dann so viele Fahrzeuge machen, dass sie quasi wie eine einzige Konvoi nur noch sich durch die Stadt bewegen und es passt immer noch nicht, weil es zu viele Massen sind. Ja. Aber es wird genutzt. Guck mal, wir haben 500 Millionen verdient jetzt. Oh, okay, nice. Nur durch Zugucken. Nur durch Zugucken verdient. Nur durch Zugucken verdient. Wie es die Reichen so immer tun. Ne? Bahnhof? Und dann noch einmal Flughafen. Wunderbar. Braucht der Bus vielleicht auch noch welche? Guckt mal die Bushaltestellen bei dem Berg oben an. Flughafen sage ich, weil ich mich damals verschrieben habe beim Deutschunterricht und gesagt habe, irgendwie da ging es darum, so wer was bekommen hat zum Geburtstag. Und ich habe da gesagt, ja, ich habe einen tollen Lego-Flughafen bekommen. Das hat Flughafen? Ja, hat die Lehrerin dann als unterwählt. So sicher? Ja, der Haufen, der fliegt. Okay, der Bus kommt absolut klar, da steht kaum ein Mensch rum. Da der eine, aber... So, Bahnhof. Du wischst den Bahnhof an. Wieso willst du das jetzt wegreißen? Nee, ich habe nur geguckt, wie viel das wert ist und es ist sehr wenig wert. Haben die keinen Platz zum Bauen? Die zum Bahnhofsgebäude eher gerade nicht mehr. Aber wir haben die doch extra hingebaut, oder? Sollen wir die Straßen nochmal neu machen? Na, lass so. Weil das schon. Du doch gesagt hast, damit sie da richtig was bauen können. Ja, sie ist halt ein Ticken zu nah dran. Der Platz reicht halt nicht für große Gebäude, weil ein bisschen zu nah am Bahnhof und dann entschieden dran, aber es ist okay. Davor hätten sie ja hier eigentlich auf der Seite Platz. Ja, aber ich denke, da wird auch noch was kommen. Da weiß ich, dass nur so kleine Fußsachen. Das ist auch keine große Steigung da. Gib denen doch ganz immer ein bisschen Zeit. Ich reiß das weg! Okay. Contenance, Contenance. Unser kleiner Donald Duck hier. Ich kann das nicht. Ich kann das glaube ich auch nicht so. Not bad. Aber bin gespannt, was sie sich da noch für Straßen überlegen. Oh je. Aktuell passt's einigermaßen. Ja, Gott sei Dank müssen wir da nicht durch. Kann nicht zugucken. Achso. Es triggert mich zu hart. Ja, eigentlich muss da doch gar keine Straße hin, oder? Dass sie doch lieber Häuser da bauen. Stimmt. Baut! Okay, ja passt. Gut. Stadt Nummer 1 erledigt. Yay. Fehlen nur noch 20 andere. Oh Gott. Ja. Uli. Okay. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, so ein Stadtverbesserung, Stadtausbau. Schreibt das in die Kommentare, lasst uns das wissen. Und ja, wenn wir dann irgendwann mal aufgeholt haben mit den Folgenlängen, können wir drauf eingehen. Mit den hochgeladenen Folgen. Ja, und bis dahin
würde ich sagen. Mit was fahren wir noch mit irgendwas mit? Fahren wir raus aus Winterfeld. Genug. Kein Bock mehr. Jetzt noch was anderes. Wir hauen hier ab. Gucken wir uns die nächste Baustelle an. Louisville. Boah. Jo. Mit den, dann, mit den Sounds auch, wo man so die kleinen Kinder hört. Sind wir schon da? Wann fährt der endlich los? Boah, das finde ich auch so nervig, ganz ehrlich, wenn Kinder in so einer Regionalbahn. Die denken ja immer, sie sind eingestiegen, also ist jetzt der Moment, dass sie losfahren. Nicht erst irgendwie. Ja, dass alle eingestiegen drei Minuten sind. Später. Bald höre in dem Stall. Fahren wir jetzt? Warum fahren wir noch nicht? Wir sind doch drinnen. Warum fährt der nicht? Ich sehe schon, das ist ein schöner Triggerpunkt. Ja. Okay, liebe Leute, na dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt auf eure Kommentare für den Arnold in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Danke an den Arnold fürs dabei sein. Jo, gerne, gerne. Auf der neu gestalteten Strecke nach Louisville. Jo. Sind wir echt in Windeseile da. Wow. Das ist Highspeed Road hier. Ja. Train. Aber ich, im Vergleich zu vorher. Mhm. Zehnmal ums Kreuz. Okay, dann danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Stopp! Ciao!